Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es mal um die kreative Fotografie, genauer gesagt um Reflexion. Viel Spaß! Ich war gestern mal wieder unterwegs fotografieren in der Stadt und habe so festgestellt, dass man so die normalen Motive ja alle schon so ein bisschen fotografiert hat. Und von daher ging es mir jetzt darum, mal so ein bisschen kreativ zu werden. Was kann ich tun, damit man bereits fotografierte Motive nochmal anders darstellen kann? Da gibt es ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man zum Beispiel mit der Perspektive spielen kann. Und eine Möglichkeit, die ich gefunden habe, sind Reflexionen. Reflexionen findet man ja überall wieder, besonders aber im Wasser. Und wenn du eine Wasserfläche fotografierst und dabei ein Motiv noch im Hintergrund hast, dann wird das ja meistens gespiegelt. Natürlich kommt es immer so ein bisschen drauf an, ist es windstill oder nicht. Bei absoluter Windstille, wenn das Wasser wirklich ruhig ist, dann ist diese Reflexion oder diese Spiegelung viel deutlicher zu sehen, als wenn es windig ist, dann ist das meistens nur so relativ verschwommen wahrnehmbar. Was musst du also tun, um so eine Spiegelung gut zu fotografieren? Ich gucke dabei vorher immer so ein bisschen auf den Wetterbericht, ob es windig sein soll oder nicht. Und gerade wenn es windstill ist oder besonders wenig Wind ist, ist die Chance relativ hoch, eine schöne Spiegelung fotografieren zu können. Dabei musst du die Kamera immer relativ dicht an der Wasseroberfläche haben, das heißt mit dem Stativ relativ weit runtergehen. Und dann bekommst du wesentlich mehr von dieser Spiegelung auf das Bild, als wenn du von weiter oben fotografierst. Ganz wichtig dabei ist auch noch, dass du natürlich deine Kameraeinstellung möglichst vorher schon triffst, damit du dann, wenn die Kamera so weit unten ist, nicht mehr allzu viel machen musst. Denn dann ist es natürlich wesentlich schwieriger, die Kamera auch zu bedienen. Es müssen übrigens nicht immer große Seen oder große Gewässer sein, um eine Spiegelung gut zu fotografieren. Da reicht auch schon eine kleine Pfütze aus. Gestern zum Beispiel, als ich in Berlin unterwegs war, habe ich mir eine ganz kleine Pfütze gesucht am Straßenrand und konnte dort fast das gesamte Brandenburger Tor spiegeln lassen. Also es muss kein großes Gewässer sein, sondern da reicht auch wirklich eine kleine Pfütze aus. Zur Not kannst du auch dir einfach eine Wasserflasche mitnehmen und deine eigene kleine Pfütze machen. Auch das ist schon völlig in Ordnung. Auch das reicht aus, um hier eine schöne Spiegelung zu bekommen. Besonders schön sind die Spiegelungen auch dann wieder natürlich in der blauen Stunde. Das habe ich jetzt hier in diesem Beispielbild auch mal gemacht, also zur blauen Stunde fotografiert. Wenn die Lichter der Stadt auch schon an sind, das spiegelt sich natürlich alles noch sehr viel schöner wieder, als wenn man es am Tag macht, wo es relativ grau ist und das Licht auch nicht besonders toll ist. Aber das ist natürlich wieder Geschmackssache. Ich für meinen Teil fotografiere da einfach gerne in der blauen Stunde oder zum Sonnenuntergang, wenn man ein schönes Farbenspiel am Himmel hat. Von der Komposition her habe ich diesmal hochkant fotografiert, einfach aus dem Grund, wenn man eine Spiegelung fotografiert, dann ist es eigentlich eher vorteilhafter, hochkant zu fotografieren, weil man dann viel mehr auf das Bild bekommt. Hätte ich jetzt hier im Breitbild fotografiert, hätte ich einen komplett anderen Bildausschnitt gehabt. Das wäre auch auf der anderen Seite irgendwo schön gewesen, aber in meinem Fall wollte ich wirklich nur das Brandenburger Tor drauf haben in der Spiegelung und da ist das Hochformat einfach besser. Das sollte jetzt einfach mal nur eine kleine Anregung sein, wenn du beim nächsten Mal rausgehst zum Fotografieren, kreativ zu werden. Nicht immer nur das, was du schon fotografiert hast, sondern vielleicht auch das Ganze mal in einem neuen Weg fotografieren. Neue Perspektiven finden, nutze Spiegelung, nutze Reflexion und das kann, wie gesagt, auch eine ganz banale Pfütze sein. Es gibt ja auch Leute, die nicht fotografieren und dich dann so fragen, hä, was willst du denn jetzt vor einer Pfütze da fotografieren? Das ist doch total bescheuert. Aber wenn sie sich dann das Foto anschauen, dann sind sie eigentlich immer alle sehr begeistert. Von daher einfach auch mal ein bisschen unkonventionell denken und da bekommt man richtig tolle Ergebnisse. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Like das Video, falls du es noch nicht getan hast. Abonnier den Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und schau auch mal in meinem Online-Store vorbei. Da sind neue Workshops online. Ich habe ja schon lange davon gesprochen. Für 2018 sind jetzt viele Workshops online in Berlin, in Dresden, in der Sächsischen Schweiz. Wir machen Fotoreisen nach New York und so weiter und so fort. Also schau da einfach mal vorbei, wenn du Interesse hast. Und ansonsten natürlich auch ein paar Videotrainings gibt es dort auch, falls du das Ganze vertiefen möchtest. So, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß. Ciao.